Alle meine Sachen sind in dieser Truhe. Oh yeah, und sie ist wieder da. Leute, erstmal halt, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Apollo. Da sind wir wieder und wir haben unsere Sachen zurück. Ja, unser ganzes Geld, unsere ganzen kleinen Totems und natürlich auch die ganzen Boxen, die wir noch nicht geöffnet haben, weil wir dazu zu faul waren. Ist das nicht wunderbar? Und nicht nur das, auch unsere Inseln sind wieder da. Ja, hier die Insel. Ja, wo einst Nyx drauf gewohnt hat, dann unser Haus. Unser Haus ist zurück, ja. Und natürlich das Wichtigste, das fliegende Schinken da oben. Unser kleiner fliegender Schinken, aber der war ja sowieso da, ja. Das war sowieso die ganze Zeit in Ordnung. Wir gucken mal rein. Moin, moin, Schinken, alles klar bei dir? Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Was guckst du da gegen die Wand? Ich weiß nicht, was Schinken da schon wieder macht. Und alles ist wieder da. Ja, wir hatten nämlich das letzte Mal ein kleines Problem. Da hat Flo nämlich einfach alle Häuser gesprengt. Er hat ein Backup gemacht, okay? Er hat ein Backup gemacht. Das heißt, alles, was in der Folge passiert ist, ist quasi wieder gelöscht und rückgängig gemacht worden, weil Flos Backup raufgespielt wurde. Von daher, ja, aber es ist alles wieder da. Ja, es ist alles wieder da. Er hat nichts endgültig kaputt gemacht oder sowas, sondern wir haben wieder unsere wunderschöne Wolkenwelt, in der wir hier so gerne leben. Ja, so ist es. Oh, da vorne sind sogar die Hasen bei Kea. Hi, ihr beiden. Was macht ihr denn da? Ihr... Oh Gott. Oh Gott, ich hätte ihn beinahe runtergeschubst. Oh nein, es tut mir leid. Er wird ganz... Warte, was? Kea! Hi, guten Morgen. Alles klar bei dir? Na, wie geht's dir so? Ich hab deinen Hasen... Was? Hör auf, so rumzutänzeln und konzentrier dich. Heute ist der große Tag. Heute ist der große Tag. Bist du bereit? Naja, geht so. Aber ja, ich bin bereit, ja? Sie isst gerade eine goldene Karotte. Ich hoffe, die Hasen leben noch. Ich bin bereit, okay? Wir kriegen das hin. Ich glaube fest an uns, ja? Dann geh nix Kräfte holen und gib mir kurz deinen neuen Stab. Wir treffen uns hier in 2 Minuten. Okay, ei, Kea, Ma'am. So, hier haben sie den Stab. Hier hast du den Stab. Hier, hi Hase. Ich muss mal ganz kurz hier reingehen in mein brandneues Haus, diesen Knopf drücken und damit sind wir auch schon in unserem neuen Geheimversteck. Hier wollen wir hin. Hier sind nämlich nicht meine ganzen Waffen und sowas, die ich hier einlagere. Ach, übrigens, bitte keinem Bescheid sagen, dass das hier ist. Dieser Raum ist auch so geschützt, dass hier niemand sonst eindringen kann, sondern nur ich, ja? Alle anderen sind hier quasi außen vor. Wir brauchen jetzt Nyx-Kräfte und die befinden sich hier in dieser verschlossenen diamantenen Truhe. Mit einem besonderen Spezialcode. Okay, da hat sich's geöffnet. Es gibt keinen Code, Leute. Es gibt keinen Code, aber der Raum hier ist so sicher, dass hier nichts passieren kann. Wir haben jetzt jedenfalls Nyx ihre Kräfte hier in der Hand und damit haben wir eine wahnsinnig große Verantwortung. Das bedeutet, ich werde mir jetzt hier auch schon mal ein bisschen was von meiner Rüstung anziehen, damit uns nichts passieren kann und wir die Kräfte nicht verlieren. So, alles klar, 16 Uhr? Was, wie lange habe ich denn heute schon wieder geschlafen? Ich verstehe das nicht. Hi Hase, na, wie geht's? Hast du Kea gesehen? Ist sie wieder bei sich zu Hause? Hier ist ja eine Blume, die sie mitgebracht hat. Ich guck mal kurz rum. Oh, hier steht sie doch. Kea? Was machst du da am Feuer? Wollen wir noch ein bisschen eine Runde grillen oder was? Hä? Hier, ich habe dir ein paar neue Zauber drauf getan. Du wirst sie brauchen, also probier sie besser vorher aus. Okay. Sie hat mir meinen Meisterstab, wir haben ja jetzt einen Meisterstab seit der letzten Folge und den hat sie mir verbessert. Okay, cool, danke dir. Oder seit der vorletzten? Seit der vorletzten Folge sind wir quasi Zaubermeister. Und jetzt können wir scheinbar auch richtig Meisterzauber machen. Was? Was macht denn? Okay, warte. Das Anwesen von Nyx Familie befindet sich in Richtung Südwest. Geh in diese Richtung, bis du dort auf ein Dorf stößt. Okay. Okay, Leute, heute geht's nämlich los. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Dort kannst du mit Gold neue Zauberrüstung kaufen. Frage dann die Bewohner. Sie werden dir den restlichen Weg zeigen. Ich glaube an dich, Izzy. Bring Nyx ihre Kräfte zurück und hol sie wieder hierher. Sie ist nicht sie selbst ohne ihre Kräfte. Okay, ich werde das tun. Ja, heute machen wir uns auf den Weg zu Nyx. Überraschung, Leute. Heute geht's los. Kea, ich habe den Auftrag, habe ich verstanden. Ich nehme ihn an und viel Erfolg. Danke. Und ich fliege, meine ich natürlich. Wir fliegen jetzt los von unserem kleinen Wolkenreich direkt zu Nyx
ihrer Festung. Und zack! Ah, nein, 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 nein! Okay. Okay, okay, okay. Ich denke, das war's. Wo sind wir hier? Wir müssen eigentlich noch weiter in die Richtung. Oh nein, ich verlaufe mich noch, wenn ich jetzt nicht aufpasse. In diese Richtung. Dahin. Da. Ah, guck mal, da sehe ich Bambus oder sowas. Da müssen wir hin. Okay, daran erkennen wir das. Wir müssen Richtung Bambus. So, passt mal auf. Hier ist jetzt irgendwie so ein Gebäude oder so. Nein, ich habe keine Axt mit dabei. Wie soll ich denn da reinkommen? Jetzt muss ich mit meinen Händen das Holz zerschlagen. Und, hi-ja, Ninja-like. Nice. So, ich mach's aber wieder heil. Wir sind ja keine richtigen Ninjas. Hier ist eine Kiste. Oh mein Gott, mit Pfeilen drin. Oh ja, Pfeile können wir immer gebrauchen. Fäden brauche ich nicht. Aber hier ist ein Totem. Komm schon. Und, warte, was? Ja, toll. Nichts. Ich habe aber 4 Weizenkörner bekommen. Okay, Leute, passt auf. Also, wir müssen jetzt weitergehen. Es sieht so aus, als müssten wir hier irgendwie durch den Wald gehen, um weiter in die Richtung zu kommen. Ich könnte natürlich noch ein Stück fliegen vielleicht, wenn wir irgendwie hochkommen oder so. Wartet, hier können wir vielleicht... Ich baue mal hier so ein bisschen was ab. So. Einmal auf die Baumwipfel. Und von hier aus können wir vielleicht noch ein kleines Stück... Warte mal. Da sind wir schon! Wir brauchen gar nicht mehr fliegen. Da sind wir doch schon. Hier einmal runter. Das ist das Dorf, wo wir hin wollten. Nehme ich zumindest an. Ist auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, was suchst du hier in unserem Dorf? Hallo, Herr Dorfbewohner. Ich suche... Ach, wartet mal, wir müssen erstmal Zauberrüstung kaufen. Ich muss erstmal Zauberrüstung kaufen. Können Sie mir sagen, ob Sie die hier irgendwo verkaufen, in der Schmiede oder sowas? Ah, gleich dort vorne links am Brunnen. Okay, links vom Brunnen. Oh, hier ist der Brunnen. Okay. Da haben wir es doch, Waffen und Rüstung. Hier muss ich hin und meine Zauberrüstung, weil dann ziehe ich erstmal hier die andere Rüstung, die ich hier gerade noch anhab, aus. Damit bin ich aber, glaube ich, ein bisschen schneller oder sowas unterwegs. Hallo? Oh, der macht gerade irgendwas. Hallo, Sir. Hi, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Oh, hi, ich würde gerne... Oh, er hat da gerade ein Schwert dran gehangen, ein neues scheinbar. Die sieht cool aus. Ich würde gerne Zauberrüstung kaufen. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe hier so einen coolen Stab und so mit neuen Zaubern. Und ich brauche jetzt wieder Rüstung, weil meine Rüstung ist kaputt gegangen, als ich gekämpft habe. Oh, er macht da gerade irgendwas. Warte, ich wollte die Zauber noch ausprobieren. Aber mal gucken, vielleicht kann er uns erstmal ein bisschen Rüstung geben, dass wir dann die neuen Zauber ausprobieren können. Hat er was? Hä, lol. Was ist das denn? Was war das denn? Wieso sieht diese cool aus? Ja, die will ich haben. Die will ich haben. Das ist die perfekte Rüstung. Nein, ich will die andere. Och, Mann. Jetzt gibt er mir irgendwas. Was ist das? Die ist ja nicht mal gut. Das ist Crumbling. Und ich hab... nun gern. Probier mal diese an und sprich einen Zauber. Cersei haben mir noch nicht mal ein Oberteil gegeben, ja? Oh Gott. Okay, pass auf. Ich spreche einen Zauber und... Batz! Und wie war das? Gib sie wieder her. Ja, okay, ich sag ja, die ist nicht sehr gut. Die ist nicht sehr gut, das ist Heavy hier, das ist Crumbling, was richtig, richtig schlecht ist. Da haben sie nicht so wirklich Qualitätsarbeit geleistet, als sie die gemacht haben. Das hätte man besser machen können, nicht wahr? Aber kann ich jetzt bitte diese bunte Regenbogenrüstung... Was ist das denn? Okay. Jetzt irgendwas anderes? Okay, ich probiere mal die an. Die ist wenigstens, hier ist so ein Ding masterful. Probier mal diese. Warte, ich mache nochmal einen Zauber, okay? Und? Haben Sie das gesehen? Ja, und? Ist es gut? Kann man das so machen? Ich sehe furchtbar aus darin. Naja, auch nicht. Wie wäre es denn mit dieser hier? Hier, nehmen Sie Ihren Kram zurück. Welche jetzt? Was soll ich jetzt anprobieren wieder? Kriege ich jetzt endlich meine bunte Regenbogenrüstung? Bitte. Bitte. Komm schon. So, geben Sie mir die bunte Regenbogen. Nein, wieso denn nicht? Ich will die bunte Rüstung. Die sieht so cool aus. Vielleicht kriegen wir die später nochmal. Er gibt mir jetzt schon wieder was anderes. Was ist das hier? Warte, was? Masterful? Auch Masterful? Masterful und Masterful? Nein. Ich kann sogar höher springen, damit seht ihr das. Wir haben Jump. Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Und Protection und alles. Die ist mega gut geworden. Warten Sie, ich probiere mal einen Zauber, okay? Ich probiere mal einen Zauber. Oh, jetzt habe ich mich auf den Boden gelegt. Ist ja fast das gleiche. Probieren wir mal hier einen von den neuen Zaubern. Lightning Hammer. Warte. Wo kann ich den... Was habe ich gemacht?
Irgendwie ist da gerade nichts passiert, oder? Der braucht richtig lange, um aufzuladen. Wartet, wir probieren es nochmal, okay? Er muss kurz aufladen. So, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich probiere es nochmal. Und? Oh! Alles klar. Okay. Hä? Lol. Warte, greift der Hammer die Leute an, die jetzt hier in der Nähe sind? Das sieht so aus. Hä, das ist ja richtig nice. Ich kann einfach Hammer oder Hämmer vom Himmel fallen lassen. Was sagen Sie dazu? Hm? Ist sie in Ordnung? Wunderbar, die ist perfekt für dich. Das macht dann 16 Goldstücke. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, warten Sie, ich gebe Ihnen erstmal hier, wissen Sie was, hier Trinkgeld, 19 Goldstücke, passt so. Was Sie sonst noch für mich tun können? Ich suche, ja, Sir. Ich suche, ich muss zu dem Anwesen von einer gewissen Nyx. Ich weiß nicht, wo es da lang geht. Können Sie mir vielleicht den Weg verraten oder so? nun, da fragst du am besten den Jungen. Er geht oft in die Nähe des Waldes, aber niemand wagt sich hinein. Den Jungen. Ich frag den Jungen. Du findest ihn unten am Fluss. Okay. Danke, Sir. Ist ja gut. Ich find den Jungen unten am Fluss. Die Frage ist, wo ist der Fluss? Oh mein Gott, da ist ein Schwein. Da ist ein kleines Schinken. Hallo, kleines Schwein. Möchtest du meinen Lightning-Hammer probieren? Lieber nicht, nicht wahr? Da habe ich auch nicht vor. Aber ich will die anderen Zauber nochmal ausprobieren. Wir haben hier Homing Spark, den kennen wir allerdings schon. Lightning Rap, wobei ich echt nicht weiß. Oh mein Gott, das sieht aus, als schießt sich Laser aus meinen Augen. Das sieht ja voll cool aus. Wir müssen irgendwelche Monster finden, die wir bekämpfen können damit. Paralysis, das ist richtig cool. Aber der muss immer richtig lange aufladen. Warte mal, Thunderstorm, den kenne ich noch gar nicht. Den machen wir mal. Und? Hallo? Junge, was war das denn? Was war das denn gerade? Da kommt ja ein richtiges Gewitter vom Himmel. Das ist ja noch krasser als dieser eine Blitz, den wir sonst schießen konnten. Finde ich ganz gut. Aber vielleicht finde ich nochmal den einen oder anderen Zauber. So, er hat jetzt gesagt, unten am Fluss. Wo ist der Fluss? Da geht's runter. Da ist doch jemand und angelt. Ist das der Junge? Ist... Oh mein Gott, das ist die Krabbe. Was? Das ist ja voll cool. Guck mal, da sind Krabben. Die sind sogar unter Wasser. Und hier ist eine Babykrabbe. Hallo, kleine Babykrabbe. Wie geht es dir? Wartet mal. Wir gehen mal zu dem Jungen rüber und sagen... Oh, hier sind sogar noch zwei Krabben. Sagen ihm mal Hallo. Hi. Was hast du da? Ich habe mal eine Frage. Kannst du mir... Was ist das? Hä? Fingerfisch? Hau ab! Ich spiele alleine! Was? Hallo? Jetzt hat er mich hier in das Wasser geboxt. Warte doch mal, geht's noch? Was soll ich mit dem Finger füllen? Ich bin schon wieder reingefallen. Okay, wisst ihr was? Ich drop das jetzt hier hin. Und wir jagen den Jungen. Der hier offenbar der Meinung ist, er muss mich ins Wasser schubsen. So, wir haben hier... Hier, wisst ihr was? Wir jagen ihn einfach mit dem Zauber in die Luft. Was war das? Habe ich die Frau da getroffen? Tut mir leid, entschuldigen Sie, Ma'am. Mein Zauberstab macht, was er will. Wo ist denn der Junge hin? Können Sie mir vielleicht sagen, wo der Junge hin ist, der hier gerade war, Ma'am? Okay, dann eben nicht. Gucken wir mal. Hier ist dieser Bambuswald. Oh Gott, da sind Lamas. Oh Gott, da sind Lamas. Warte mal. Ich kann es treffen. Nein! Nein, jetzt spuckt es mich an. Nein. Es tut mir leid, Lama. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob ich dich treffen kann. Da ist ein Huhn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Aber wir dürfen nicht zu nah rangehen, sonst verschrecken wir die. Das ist ein Panda mit seinen Panda-Babys. Oh, wie niedlich. Okay. Pass mal auf, wir müssen jetzt irgendwie die... Ist das... Das ist ja doch... Was machst du da auf dem Boden, Kollege? Hallo? Ich muss nur wissen, wo ich jetzt zu Nyx komme. Kannst du mir nicht wenigstens sagen, wo es lang geht? Das hier sieht sehr waldig aus. Hier, muss ich hier durch, oder was? Du willst durch den Wald gelangen? Ah, folge dem Pfad, aber lass dich besser nicht entdecken. Okay. Dem Pfad hier. Gut, danke, alles klar. Was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Ich weiß es nicht, okay. Wir sollen jetzt dem Pfad folgen hier und Nyx soll irgendwie am Ende sein oder sowas. Aber ich habe halt gehört, dass der Wald hier ziemlich gefährlich ist. Deswegen sollte ich ja auch Master werden mit meinen Zaubersprüchen. Von daher, vor allem, das ist richtig gut. Das verbraucht nicht mal Mana, der Spruch hier. Paralysis ist mega krass. Das brennt einfach so Sachen in die Bäume und sowas. Wir gucken einfach mal. Wo ist jetzt hier lang? Obwohl, er hat gesagt, ich soll mich nicht entdecken lassen. Warum bin ich eigentlich so laut? Was mache ich hier eigentlich gerade? Okay, Leute. Nicht entdecken lassen heißt, wir müssen leise sein und hier ganz entspannt rumsneaken und den Weg lang sneaken und nicht irgendwie großartig
irgendwelche Geräusche von uns geben oder sowas. Sonst kriegen wir nämlich hier noch Ärger oder... Ah! Es ist wirklich ein Geist! Oh mein Gott, ich dachte, ich sehe gerade schlecht. Nein! Hilfe! Was passiert mit mir? Was hat er getan? Oh nein, 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 nein. Was machen wir? Okay, okay, okay. Warte. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Nein! Ich kann hier nichts abbauen. Ich kann hier nichts abbauen. Wo ist er hin? Was ist das? Hier ist ein Schloss. Warte, ist das schon das Ende? Habt ihr den gesehen? Ich glaube, der ist gerade lang geflogen. Der ist gerade da lang geflogen. Okay, wir müssen ganz schnell weg. Wir müssen ganz schnell weg. Wir müssen unbedingt... Ich dachte, ich hätte ihn gerade gesehen, Leute. Wir müssen unbedingt hier rein. Und weg von diesem komischen Geisterwald. Ist das der Ort, wo Nyx wohnt? Kann das sein? Das ist ja mega, das krasse Schloss. Was ist das hier für ein Ort? Oh mein Gott, sag mir nicht, dass Nyx hier wohnt. Das kann doch nicht... Wer ist das da oben? Das ist sie. Was macht sie da?